Hallöchen ihr, der Nalef hier und willkommen zurück bei Fallout 76 Wastelanders, wo es weitergeht, hier zurück, ja, mit den nächsten täglichen und wöchentlichen Score-Aufgaben, ihr Lieben. So, hier direkt erstmal mit einer Mega-Belohnung, Pirscher Nudelholz, ich freue mich, wie ist das? So, und dem ersten Event, das hier abgeschlossen worden ist. Yes, guck mal, da ist er. Hier, erstmal dick. Erstmal hier. Fette EP gewonnen. Ah, so ein Ding ist das. Ey, yeah. Mottmann. Check it out. Ja. Ja, wunderbar. Haben wir das? Also, was gilt es denn hier jetzt heute überhaupt noch zu erledigen? Ich muss in meiner Unterkunft einen Boden oder eine Wand bauen, eine höhere Stufe erreichen, die Goldstern-Challenge abschließen, eine technische Operation beenden, den Kryptiden töten und einen legendären Gegner. Gut, würde ich sagen, als nächstes mache ich doch direkt hier mal die tägliche Operation. 3, 2, 1, los. Ja. Na dann auf. Anwärter Dodge hier. Einige Verbindungsgeräte sind ausgefallen. Nehmt sie in Betrieb. Wir müssen wissen, womit wir es da draußen zu tun haben. Geht zum Verstärker. Die Kommunikation mit den Verbindungsgeräten muss ja repariert werden. So, auf geht's. Dann haben wir es schon mal. Die erste Kalibrierung läuft. Bleibt in der Nähe, um den Kruger zu beschleunigen. Und passt auf. So, es ist abgehärtet. Oh, leck. Oh, ich hasse die Viecher. Komm hier in den Nacken. Dankeschön. Holy fucking moly, was ist denn los hier? Scheiße. Na, komm schon. Okay. In hier. Looten den ganzen Bums hier. Zahle ich jetzt. Ugh.
höre ich da hinten? Okay. Piep, 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 piep. Nicht im Nahkampf getötet werden müssen. Jössas! Sei, so hartnäckig hier. Das Level Up schon mal. 238. Glückwunsch, mein Lieber. So, jetzt aber hier muss so langsam rum sein, der Bums. Okay, das Signal ist einwandfrei. Okay. Aber offenbar seid ihr noch nicht fertig. In der Nähe gibt es Feindaktivität. Könnt ihr euch das ansehen? Das machen wir. Bei euch sind jede Menge Gegner. Der Kopf dieser kleinen Operation ist bestimmt leer. Misch das Ganze mal ein wenig auf. Okay, das ist die Sache im Pro und wieder. Zahlen wir schnell hin. Piep, 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 bumm. So, wo ist noch einer? Boah, sind wir so hart verteilt auch, ne? Die Pimmel, das ist furchtbar. Okay, wir haben so eine gute Zeit. Boah, das ist halt, Alter, echt jetzt. Meine, das ist... Das ist das ein Scheißeck, ey. Es ist ätzend. Oh. Komm, ich gönn dir ein. Achtung, Primärziel. Ich wiederhole, Primärziel. Schaltet es um jeden Preis aus. Ad Victoria. So, wo ist er? Der Lurch. Kommt da raus geschissen hier, ne? Abgehärtet, ne? Das schaut aber nochmal für sich, hey. So, mein Lieber, gut gemacht. Ein Träumchen. So, dann lass mal gucken, was hier heute bei rumkam. Legendärscheine. Ein rasender Boxhandschuh. Botschaftsaufklärungsrüstung, rechte Armbrüche, rechtes Bein. Bauplan. Gut. Dann. Haben wir das doch hier? Neuen Bauplan. Mega. So. Erstklassiger Maschinenpistolenverschluss. Holzschreibtische hat man auch noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, guck mal, die ganzen Crew, die wir haben, den könnten wir euch mal abliefern.
So, was muss ich noch machen? Die Sachen in meiner Unterkunft bauen und noch einmal hier Forks-Kriegsgeld irgendwie verwerten. Das machen wir. Hobbidi, auf. Und irgendwie hier hoch. Und hier hoch. Ein Traum. Okay, Kollisionskurs. Papöff. Und ab geht's. Achtung an alle Responder. Dies ist eine Nachricht der höchsten Prioritätsstufe. Auf dem Radar haben wir einen Frachtbot im Anflug entdeckt. Wir müssen die Landezone sichern, damit er seine Vorräte abwerfen kann. Wir brauchen die Vorräte. Aber der Frachtbot wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bereit machen zum Kampf. Boah, jetzt kommt der Leuchter hinten nicht raus. Alter, komm schon auf. Dankeschön. Mein lieber Lutz. Trinken wir da auch. Heiliges Blechle. Und na komm. Na komm. Ein Stück noch. Wunderbar. So, und Rang 74. Glückwunsch, mein Lieber. Sehr schön, freue ich mich. Haben wir es ja bald, ey. Und so. Das geht auch schon mal flotter. Und der letzte ist... Wo ist denn der Adler? Jawohl. Und die letzte Welle. Komm schon, du Lurch. Boah, ist das furchtbar. Komm, 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 komm. Okay. Aufgepasst, Responder. Ein Frachtbot befindet sich im Anflug. Augen nach oben, Leute. Das dauert auch immer hier. Und so. Bis das Ding dann landet. Aber es sind ja immerhin schon mal 100 Einheiten Vorkriegsgeld mehr, ne? Ich habe keine Ahnung, wie viel brauche ich denn überhaupt noch? Es wären dann am Ende nur noch 16. Also 16 Einheiten Vorkriegsgeld. Ist ja die Sache, wo ich das noch hole. So, wunderbar. Und haben wir das. Wunderbar. Sehr schön. Hallo, ihr Lieben? Ja, nein, doch.
Gut. Alles klärchen. Aber das. So, Nüchen. Okay, haben wir sie hier fertig. Dann würde ich sagen, guck ich mal, wo ich hier noch Vorkriegsgeld bekomme. Kollege, was machst du jetzt? Du sollst eigentlich nur diesen scheiß Safe aufmachen, hör mal. Boah. Bitte melden Sie verdächtige Raider-Aktivitäten. Das ist furchtbar. Konfrontieren ja, komm. Sie komm die hoch. Raider nicht auf eigene Faust. Was ist so furchtbar? Das ist wegen einem fucking Ghoul hier, ne? Moment. Ja, da kommt er auch schon. Da kommt er noch, Alter. Bitte erwägen. Oh, lieber Gott. Hilfe Bedürftigen beizustehen. Die überschüssige Vorräte an die Responder. So, Kollege, der Safe ist aber unten, ne? Nur so, nebenbei hier. Und nur jetzt? Komm, ich schubst dich runter, dann sind wir hier werden schneller. Sie irgendwie der Responder. Unten, oder nicht? Komm, da, ja, wohl ein Träumchen. So, ich komme hinterher. Alter, wer das war, ja, das war. Das war gruselig. Ey. So. Kommen Sie zur Responder-Basis am Flughafen Morgantown, um Vorräte und Waren einzutauschen. So. Scanne Responder Notfallvorratsstandort N3. Ja. Alarmsystem entdeckt. Initiiere Ferninterface. So, denn wenn wir Glück haben hier, ne? Interface gesichert. Könnten wir halt die restlichen Testroutine. Vorkriegsgeldgeschichten Achtung, holen. Sicherheitssysteme sind während des Tests offline. Mhm. Bitte sicherstellen, dass diese Einheit nicht beschädigt wird. Ja, ja. Jetzt habe ich euch nochmal ein Schlossknacken drin. Ja, haben wir noch. Vorratsraum wunderbar. Sicher und Dankeschön. Bereit für die Nutzung. Schloss entriegelt. Beginne Wartung bei so, Standort. Vorkriegsgeld. Das gönne ich mir noch. Wunderbar. Da haben wir hier noch Gold. Gold. Und dann machen wir hier mal. So, komm auf. Auf geht's. Dankeschön. Da haben wir auch noch 12 Stück. Mega. Oh, ich freue mich. So, was denn hier? Oh, Alter, komm jetzt mal rein. Ja, Gott, oh nee. Super. Oh, guck, da haben wir auch noch mal hier 13 Stück. Mega. Und eine Tasche und ein Simpack. Also hier kriegt man doch noch mal gut was bei rum. Komm auch nochmal 14. Mega. Und den auch noch. Na komm. Dankeschön. Und hier auch nochmal 14. Also insgesamt 40, 50, 60 ungefähr nochmal hier am Start, also mit den 8 da oben und hier dem ganzen Krusch, da kommst du schon mal auf die 50, die du nochmal hier bekommen kannst. So, mega, super, dann haben wir das, würde ich sagen, geht's doch hier zurück ins Camp
Dann bauen wir eine Bombs noch. Und dann passt das doch. Zum Glück hat das keiner gesehen. Ach ja, es ist... Ich sag nichts. Dann rein hier. Und das ist auch hier fertig. Mega. Sehr schön. Gut. Was hier? Und jetzt hier mal gucken, was hier noch bauen muss. Und das waren, glaube ich, die Wände oder Böden, ne? So, also. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Dann ist es doch hier auch erledigt. Gut. Was kam bei rum heute? Für Rang 74 gab es die Carpeteria Vault-Tec-Böden. Okay. Gut. Dann passt es doch. Mal lieber. So, wie viel... Das wollte ich auch noch machen. Wie viele Scheine habe ich? 552. Dann würde ich sagen, gehe ich doch noch mal hier zur Händlerin am Ende und guck mal, ob ich da noch die ein oder andere geheime Auswahl hier bekomme. So, Mutti. Zeig mal hier, was hast heute. Alab. Einen Kammerjägerhaken, 3 Sterne. Es fängt schon mal sehr gut an. Autostim, Roboter, linkes Bein. Okay. Unnachgiebig, schwer, Lederrüstung, rechter Arm. Okay. Ein Vampirboxhandschuh, okay. Oh, Junge. Anstachelnde Billardkö. Okay, da okay. Ein des Henkers leichtes Maschinengewehr. Mit höherer Feuerrate, 25%. Und Crits and Vets um 15% schneller. Okay. Okay. Lebensretten, Fallsteller, rechter Arm. Schwerelos, Rost, Räderrüstung, rechter Arm. Okay. So, und das letzte. Fanatisch. Räderrüstung, linkes Bein. Also, es war scheiße. Also, bis aufs leichte Maschinengewehr war der Rest hier nicht so die Bohne. Gell? So, dann schauen wir mal, ob ich hier Glück habe. Ja, am Ende. Nee, auch da nicht. Gut, dann würde ich sagen, ihr Lieben, soll es das auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Ja, bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen.